Hi Leute, willkommen zu einem neuen, ja zu neuen Videos. Wir machen jetzt bei GED weiter, Games Engine Design, wieder eine Vorlesung oder eine Veranstaltung, besser gesagt, der Technischen Universität in München. Zuvor jedoch möchte ich wieder erwähnen, meine Videos sind kein Ersatz für die Tutorübung oder die Vorlesung. Also ihr habt da wirklich reinzugehen. Ich werde auch zu diesen Videos nichts erklären, was ausschließlich in den Tutorübungen erklärt wird. Generell ist es ja so, in GED ist es anders wie vorher im ersten Semester. Die Tutorübungen, die bringen euch nichts bei. Ihr geht einfach rein und der Tutor ist da, macht einen Faulenz und ist nur da, um eure Fragen zu beantworten. Er sagt euch normalerweise nichts. Das war's dann auch schon. Mehr nicht. Ich bin auch, meine Videos sind auch kein Ersatz für die Zentralübungen, die dann von der Übungsleitung gehalten werden. Die ist ja, wenn, also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber bei mir wurde das dann immer freitags, nachmittags, halbe Stunde Vorlesung, halbe Stunde Zentralübung gehalten. Also die Hälfte der Vorlesungszeit sozusagen für die eine Vorlesung am Freitag. Auf jeden Fall sind meine Videos kein Ersatz dafür. Ich zeige nur, wie man es lösen kann. Es ist auch keine, es ist sozusagen eine Lösung. Und ich werde auch nur das machen, was in den Aufgabenstellungen gefordert wird. Ich werde nicht mehr machen. So, gehen wir einmal durch. Hier, Einführung in C++. Ich werde auch nicht alle Folien durchgehen, denn das sind hier 57 Folien. Das wäre viel zu viel. Vor allem hier Organisation brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also hier C++, die Standardsprache für die Spielentwicklung. Hier geht es ein bisschen um die Sprache, wird hier ein bisschen geredet. Also wenn ihr euch das einmal durchliest und die euch das erklären, das ist ja, das hier sind ja die Folien der Zentralübung, dann sollte das eigentlich reichen hier. Die Unterschiede zu Java, die solltet ihr in der Zentralübung dann mitnehmen oder euch die Folien nochmal durchlesen. Die gibt es ja online, beziehungsweise die werden euch per SVN, also per Tortoise SVN, haben wir benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch noch benutzen werdet. Haben wir das gemacht. Ich werde übrigens bei meinen Videos kein SVN benutzen, denn aus zwei Gründen. Erstens, ich bin komplett alleine. Mit wem sollte ich es machen? Zweitens, ich habe keinen SVN-Server, wo ich es committen könnte. So, dann was hier? Nein, das ist Kompilierung. Kompilierung in Java und C++. Ja, ja. Hier nochmal der Unterschied zu Java. Also hier wie Java kompiliert, hier wie C++ kompiliert. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist interessant zu wissen, aber es ist nicht notwendig unbedingt, um die Aufgaben zu machen, zumindest wenn man sie korrekt macht. Wenn ihr einen Linkfehler habt oder sowas, dann wäre es vielleicht schon interessant zu wissen. Dann brauchen wir das nicht. Kompilieren. Das hier ist vielleicht interessant. Also hier, jede Methode und Klasse muss vor der ersten Verwendung deklariert sein. Also hier die Deklaration. Void foo Parameter ist ein Integer namens a. Und erst jetzt kann man die Methode aufrufen. In der Methode void bar foo23. Dann hier nochmal die Methode an sich. Void foo int a. Definition eventuell in einer anderen Datei als bar, das ist egal. Allerdings einen kleinen Fehler. Wir benutzen hier void bar auch noch. Die müsste auch noch deklariert werden. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Es sei denn natürlich, das ist nur ein Programmausschnitt. Vielleicht ist es woanders deklariert. So, also merken, wenn ihr eine Funktion aufrufen wollt in einer Funktion, muss sie vorher deklariert werden. Also wir brauchen die Funktion selbst, wir brauchen die Deklaration der Funktion und dann können wir sie aufrufen. So, Trennung von Deklaration und Definition. Typischerweise in separaten Dateien. Deklaration sind normalerweise Header-Dateien, also .h oder .hpp. Das H sind auch, also die Abkürzung H steht auch für Header-Dateien von C, nicht nur C++, sondern von C. Deswegen hpp ist die Abkürzung für C++. C++ auf Englisch, also pp, also Header++. Definition ist in C++, also CPP-Dateien. Normalerweise, ja, ich weiß nicht, also ich habe immer Hard-Dateien benutzt. So, nur die CPP-Dateien werden kompiliert, Header werden in CPP-Dateien eingebunden, das heißt, die gesamte Header-Datei wird kopiert und in die CPP-Datei reinkopiert, eingefügt und das wird dann kompiliert. So, der Präprozessor, ja,
Hier, mehrfache Header-Einbindung verhindern. Also man kann ja einen Header mehrfach einbinden. Das könnte aber unter Umständen, wenn man Pech hat, sogar öfter vorkommen, als man will. Und das würde dann das Programm sehr langsam machen. Durch Raute Pragma Runs kann man verhindern, dass das mehrmals eingebunden wird. Also das ist so eine Art Bool-Variante, die jedem Header hinzugefügt wird. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Jeder Header hat diese Bool-Variante. Wurde jetzt eingebunden? Ja, also wenn True, ja, false, nein. Wenn es ja false ist, diese boolesche Variable, dann wird der da eingebunden und auf true gesetzt, die Variable. Wenn sie auf true ist, wird der dann nicht mehr eingebunden und fertig. Also man kann Makros definieren mit Raute define, P, also hier define, damit definiert man ein Makro. Das bekommt einen Namen und einen Wert. Und dann hat man hier noch, also man kann hier eine Konstante definieren oder man kann eine, ja, Methode definieren sozusagen. Hier sum xy mit x plus y. Allerdings sind Makros sehr statisch. Man muss wirklich alles in Klammern setzen. Also das ist nicht hier so zu verdeutlichen oder so. Man muss es wirklich alles in Klammern setzen, so alles was geht. Das x in Klammern, also jede Variable, jede Zahl und so weiter. Und dann noch alles um Klammern auch mal drum. Und um Schluss auch noch mal über eine Klammer drum. So. Das erste Programm, include.io stream, das ist die Datei, in der man was schreiben kann, sowas. Hier ist System out in Java steht's. Ich wusste das gerade nicht mehr, wie es in Java hieß. Zum Glück steht es hier. So, std Doppelpunkt out, see out, das ist in Java System.out und dann Hello World wird es geschrieben. Perfekt. So, anders als bei Java, keine Klasse notwendig. Hier trifft C auf C++ keine Strings, sondern char Stern. Dazu gibt es später mehr. Ja, also das ist. Ja, es gibt sogar mehrere Sachen. Also vor allem hier, man hat hier in der Main-Methode wird ein Integer übergeben und ein char Stern Array. Ich glaube, das sollte ich jetzt lieber noch nicht erklären. Ich glaube, das wäre zu viel. Vielleicht später. Vielleicht kurz jetzt der Vergleich. Java hat in der Main-Methode einen String einfach nur übergeben. Oder gar nichts, das geht auch. So, stdcout ist ein Objekt aus der Standardbibliothek. Diese wird normalerweise automatisch vom Link gebunden. Gut zu wissen. So, Präprozessoranweisung führt den von iostream.h hier ein. Sagt das hier aus. Spitze Klammern durchsuche vordefinierte Include-Pfade, die kann man einstellen. Anführungszeichen durchsuche lokale Dateien. Wir werden unsere Sachen meistens in Anführungszeichen machen. Also die Header-Dateien, die wir schreiben, weil die ja lokal dann sind. So, Main-Funktion, Startpunkt des Programms. Namespace std, also das ist die Standardbibliothek. Std steht für Standard. Und dann der Doppelpunkt sagt, geh da rein. Das ist sowas wie Punkt bei Java. So, Namespace ermöglicht eine bessere Organisation, verhindern Mehrdeutigkeiten. Also das ist halt, Namespace, das ist sowas wie ein Ordner, könnt ihr euch das vorstellen. In dem Ordner und mit Punkt könnt ihr nur auf, ja, mit Doppelpunkt geht ihr in diese Ordner dann rein. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel diese Methode aufrufen oder was auch immer. So, das ist ein Operator. Ihr kennt bereits verschiedene Operatoren. Hier stehen sie bereits, plus, minus, mal geteilt. Logische und, na, der bitweise Und-Operator ist gleich, der gleich und so weiter. Und das ist der Insertion-Operator, speziell für Streams. Das heißt, das hier in den Out-Stream rein. Und das hier ist ein, ja, String-Literal vom Compiler als const char Stern C-String behandelt. Ja, vielleicht sollte ich es doch mal sagen. Ein String in Java ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Array von Chars. Das wisst ihr ja. Und in C oder C++ gibt es keine Strings. Also es gibt sie schon, aber nicht im Basis, als Basistyp sozusagen. Man müsste dafür extra eine Bibliothek einbinden und egal. Auf jeden Fall werden die normalerweise als Char-Stern, also als Char-Array behandelt. Jetzt gibt es aber eine Pointer-Arithmetik. Dieser Char-Stern, der Stern sagt aus, es ist ein Pointer. Das kennt ihr in Java normalerweise auch, weil normalerweise ist ein String ja nur ein Pointer auf ein Array. Also das zeigt aufs erste Element des Arrays und fertig. Und genauso ist es hier auch. Und hier das char Stern argv,
Array, das heißt halt, es ist ein Pointer auf ein Array von Char-Arrays. Das heißt, das hier, das argv, ist ein Pointer auf das erste Element eines Arrays. Und in diesem Array, da sind Chars drin. Also ihr habt praktisch euer argv, das zeigt auf ein Array. Und in jedem Element dieser Arrays ist ein Array von Chars drin, also ein String. Das heißt, es werden hier mehrere Strings übergeben und jeder String ist natürlich ein Char-Array. Das heißt, ihr habt ein Array von Chars. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Jetzt habe ich es doch erklärt. Und das int argc, das gibt an, wie viele Argumente hier drin sind, also wie viele Strings drin sind. Kurz nebenbei, das ist mindestens immer 1, denn die aufrufende Methode, also die Methode, die diese Main-Methode aufruft, ist das erste Argument. Das werden wir eventuell später noch brauchen. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon fast ein halbes Jahr her. Egal. Das const zeigt an, dass. Also das const gibt an, dass es nicht mehr verändert werden kann. Also wenn ihr hier const reingibt, dann könnt ihr das nicht mehr verändern. So, vergisst man das include, dann kommt der Compiler nicht. Dann kennt der Compiler das nicht. Dann heißt es hier, is not a member of std, ein declared identifier. Das ist die Fehlermeldung. Die Standardbibliothek wird automatisch vom Linker benutzt. Findet man das, findet der Linker das auch nicht, dann kommt diese Fehlermeldung. So, Speicherverwaltung. C++ verwaltet Speicher explizit. Anfordern mit new und freigeben mit delete. Jedes new benötigt ein delete, das ist wichtig. Denn ansonsten bleibt der Speicher belegt und ihr füllt euren Arbeitsspeicher mit Schrott. Speicheradressen werden in Zeiger und Pointern gespeichert, das habe ich ja gerade erzählt. Das sind Zeiger auf einen Speicherbereich. Also hier int Stern pdata gleich new int. Das heißt, ihr habt einen Integer und der liegt irgendwo. Und das hier ist das pdata, ist eine Adresse. Und in dieser, also ist ein Speicherbereich und in diesem Speicherbereich ist die Adresse gespeichert, der zum Int führt. Ich weiß, das ist dämlich, aber man kann es auch, man könnte den in. Aber es gibt Sachen, wo man das gerne macht. Also ist ein Zeiger auf ein Element von Typ Int. Compiler kennt Typ und Größe der Datenelemente, ja. Die Lebensdauer der Daten ist nicht an die Lebensdauer von pdata gebunden. Das heißt, wenn pdata out of scope geht, ist der Speicher noch belegt. Memory Leak. Habe ich schon erzählt, dann müllt ihr euren Arbeitsspeicher. Freigeben mit Delete pdata, also hier. Das war hier. Jedes New benötigt ein Delete. Wir haben hier New benutzt, also brauchen wir ein Delete. Anlegen mehrere Elemente. Es gibt ein Array, das heißt New Array. Das ist hier int pdata Array gleich New int Array. So, pdata zeigt auf das erste von 255 Elementen vom Typ int. Freigabe bei New Array mit Delete Array. Also, da müsst ihr auch hier nichts mehr eingeben. Der weiß automatisch dann, wie groß das Array ist. So, dann der Stack. Stack wird unter anderem für lokal. Jetzt gehe ich doch hier alle Folien durch. Egal. Stack wird unter anderem für lokal definierte Variablen verwendet. Beim Verlassen der Scope, also der Scope, das heißt der Bereich, in dem wir sind. Scope, ich weiß nicht, was heißt das auf Deutsch? Mein Englisch wieder. Scope. Translate. Ich glaube, das lasse ich mir vielleicht sogar offen. Scope. Was heißt das denn? Anwendungsbereich. Oh, das ist super. Das ist eine perfekte Übersetzung. Der Anwendungsbereich. Oder was gibt es noch? Tragweite. Spielraum ist auch gute Übersetzung für unseren Aktionsradius. Eventuell Kompetenzbereich. Eben dieser Bereich eben. Diese beiden hier sind in der Scope vor. Also das hier ist in der Scope von der While-Schleife, wenn das alles in der Scope der Main-Methode ist. So ungefähr. So, was nochmal? Stack wird unter anderem für lokal definierte Variablen verwendet. Also hier gibt es einen Stack für die ganze Main-Methode und es gibt einen Stack für die While-Schleife. Verlassen des Scope wird der Stack zurückgesetzt. Das heißt, hier gibt es den Integer mit 10. Dann gehen wir hier rein. Dann gibt es hier ein Integer a mit b plus 5. Und dann weg. Weil wir hier verlassen, wir machen ja auch ein Break und a gibt es nicht mehr. Weil wir es hier deklariert haben. Hätten wir hier int b gleich 10 und dann int a Semikolon geschrieben, also Strichpunkt,
while true gleich da rein. Dann hätte er hier erst das B gemacht, darüber dann ein A und dann hätte er hier, also hier das B, dann das A und hätte es hier dann auf 15 gesetzt und dann wäre es hier noch vorhanden, weil wir es hier hingeschrieben hätten. Also wenn wir gemacht hätten, ist es aber nicht. So, dann gibt, also das ist der Stack. Der Stack ist nur für das in Scope zuständig. Dann gibt es noch den Heap. Der Heap bleibt die ganze Anwendung über erhalten. Mit new liefert eine Adresse, also wenn wir das benutzen, liefert eine Adresse aus dem Heap und markiert diese und die Größe des Bereichs als benutzt. Delete markiert die Adresse wieder als frei. Das heißt, wenn wir etwas mit new machen, dann sagen wir dem Heap, wir wollen etwas Speicher und solange das Programm läuft, bleibt dieser Speicher belegt, es sei denn wir deleten. Wenn wir das nicht machen, bleibt und wir haben aus irgendeinem Grund eine Endlosschleife oder so und allokieren immer, also sagen immer wieder, benutzen immer wieder das Wort new, dann würden wir immer wieder Speicher benutzen und das wird immer mehr und immer mehr und irgendwann haben wir keinen Arbeitsspeicher mehr, dann laggt der PC, der kommt da nicht mehr weiter. So, Speicherverwaltung. Jede Variable in C++ hat eine Adresse, diese bekommt man mit dem und-Operator. Also hier haben wir ein int a und ein int a in Stern ap, das steht für a-Pointer, ist gleich und a. Das heißt, die Adresse, gib mir die Adresse von a und speichere sie in dem Pointer ap. Dann ap zeigt auf a, das heißt, ap zeigt auf die Adresse von a hier. Und das a kann irgendwas sein. Zugriff erfolgt durch Dereferenzierung. Das heißt, wenn ihr jetzt ap habt, oder hier ist auch ein neues Beispiel, wir haben einen Pointer auf a mit einem neuen int. Und dann sagen wir, hier, Pointer A, geht zur Adresse, auf die A zeigt, und das soll dann 23 sein. So, Speicherverwaltung, hier haben wir den Heap, hier den Stack, in Stern A, 23. Ach, das war hier. Weil wir hier ein New benutzt haben, das heißt, A hat Speicher im Heap bekommen, ist eine lokale Variable auf dem Stack, bekommt aber Speicher auf dem Heap. Wenn wir jetzt out of scope gehen, gibt es A nicht mehr. Kurz zur Erinnerung, das hier war out of scope. Dann gibt es hier das A nicht mehr. Dann würde es hier auch das A nicht mehr geben, aber der Speicher wäre immer noch belegt im Heap. Wir könnten ihn aber nicht mehr löschen, weil wir nichts mehr haben, das darauf zeigt. Das heißt, wir müssten, bevor wir out of scope gehen, ein Delete machen. Das ist immer wichtig. So, dann statt Stern x.y kann man auch x Pfeil y schreiben. Das heißt, mit Punkt greift man direkt auf das Objekt zu, was man hat. Wenn man also ein in Stern hat zum Beispiel, greift man auch auf den Pointer zu. Wenn man aber den Pfeil benutzt, also A Punkt, benutzt man den Pointer, also irgendwelche Methoden, der Pointer halt zur Verfügung hat oder was weiß ich, mit A Pfeil greift man auf das Element zu, auf den der Pointer zeigt. Zum Beispiel, was gibt es hier für ein Beispiel? Hier ein Class C, Public int A, das wird auch gleich erklärt, int A, also die C ist eine Klasse mit einem Public Integer A. So, C Stern, also ein Pointer auf der Klasse C, ist ein neues C. So, und jetzt C, mit C Punkt würden wir auf den Pointer zugreifen. Aber mit C Pfeil greifen wir auf das zu, worauf der Pointer zeigt, und das ist ein neues C. Und da können wir jetzt dann die Variable A ansprechen. So, dann statt Stern x plus 10 kann man x 10 schreiben, das heißt x plus 10 ist gleich die Adresse plus 10 mal Größe des Datentyps. Das heißt, wenn man jetzt ein Array hat von Integern, sagen wir mal, wir haben eine, oder gibt es da ein Beispiel? Nein, wenn wir ein Array von 5 Integern haben und wir holen uns ein, ja, das Array in der Variable, die wir speichern, ist nur ein Pointer auf das erste Element des Arrays. Das heißt, wir können jetzt schreiben, hier x an der Stelle 10, oder machen wir Arraygröße 10, an der Stelle 10, Arraygröße 11, damit es 10 gibt. Dann greifen wir auf das 10. Element des Arrays zu. Oder wir sagen einfach, nimm x, das zeigt auf das erste Element des Arrays, geh 10 Stellen weiter, jetzt zeigt es auf das 10. Element des Arrays und dereferenziere. Geht beides. So, jedes New muss von einem Delete gefolgt werden. Das kommt oft und immer wieder. Das ist nämlich wirklich wichtig. Ansonsten habt ihr Probleme. So, wenn möglich, den Stack benutzen. Also das heißt, nie ein New benutzen, wenn möglich.
So nicht immer möglich, zum Beispiel Array mit zur Kompilierungszeit unbekannter Größe. Das ist schon blöd. Standardbibliotheken benutzen. Es gibt die Standardbibliothek Vector. Das ist so eine Art Array-Klasse. Dann gibt es die String für Zeichenketten. Und Advanced gibt es std Unique Pointer. Die habe ich ganz ehrlich noch nie benutzt. So, dann haben wir My Class A, Do Something. Ich weiß jetzt nicht, was sie damit bezwecken wollen. Keine Ahnung. Hier int b100. Und, hier std Vector int. Das ist dann ein Array von ints. Das heißt Container. Und dann heißt Container Pushback 23. Das heißt an. Das ist ein dynamisches Array. Das heißt, es wird immer wieder vergrößert, verkleinert und so weiter. Hier Pushback heißt 23. Der Container ist momentan noch leer. Ist also ein Array der Größe 0. Aber es gibt dieses Array. Dann Container Pushback 23 macht daraus ein Array der Größe 1. Und in diesem ein Element, an der Stelle 0 eben, ist der Integer 23. Jetzt Container Pushback 44 nochmal heißt, kopiere das gesamte bisherige Element, Array, in ein neues Array, weil die Größe ja 1 ist, aber wir wollen noch was hinzutun. Dann haben wir, mache es um 1 größer, dieses neue Array, kopiere das alte Array in das neue Array und füge an der letzten Stelle das hier zu. Das hier ein. Gibt es auch Push Front, glaube ich. Dann macht er das vorne. Egal.